Oi, meine Lieben, es wurde wieder einmal gemessert, gleich mehrmals und einmal traf es ein vierjähriges Mädchen. Darüber sollten wir reden und damit begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Es passierte in Wangen im Allgäu, das liegt in Baden-Württemberg und es passierte am helllichten Tag in einem Supermarkt. Dort hat ein Syrer in einer Norma-Filiale plötzlich auf ein vierjähriges Mädchen eingestochen, hat es niedergestochen, grundlos. Es gab keinen Bezug zu dem Mädchen. Das Mädchen war mit ihrer Mutter da, also es war keine Beziehungstat oder ähnliches. Es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Der Syrer soll aus den Niederlanden kommen, also aus Holland. Und ja, glücklicherweise hat ein mutiger Passant die Attacke mitbekommen, konnte Schlimmeres verhindern, indem er dem Syrer das Messer abgenommen hat und ihn dann auch noch verfolgt hat und dafür gesorgt hat, dadurch, dass die Polizei ihn schnell, also den Syrer, schnell verhaften konnte. Der Syrer hat sich widerstandslos festnehmen lassen und das Kind kam in ein Krankenhaus, das vierjährige Mädchen, es wurde operiert und es ist außer Lebensgefahr. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, offen gesagt. Ich habe im Prinzip zu dieser Art Attacken ja schon alles gesagt und gefühlt 100 Mal, was heißt gefühlt bestimmt 100 Mal, gefühlt 1000 Mal. Und dann gab es auch noch eine zweite Messerattacke in Uhldingen, Mühlhofen, das liegt auch in Baden-Württemberg, da musste das SEK angreifen, ein bislang unbekannter Mann, aber höchstwahrscheinlich auch wieder ein üblicher Verdächtiger, der soll in einem türkischen Lebensmittelmarkt einen oder mehrere Menschen mit einem Messer bedroht haben. Der Täter soll dann mit einem Fahrrad Richtung Salem geflüchtet sein. Und wie der Südkurier berichtet, habe die Polizei den Täter überwältigt und es sei dabei auch geschossen worden. Das SEK hat den Mann dann verhaften können und das Landeskriminalamt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Aber das ist eine völlig normale Sache, wenn es einen Schusswaffengebrauch im Dienst gibt. Das hat noch überhaupt nichts zu bedeuten. Tja, meine Lieben, das war's von mir. Ich bin ein bisschen leer, merkt ihr vielleicht, weil ja, was muss noch passieren? Haut rein, macht weiter und bis später.